Hallöchen, ihr Lieben, zu einem kleinen Mini-Let's Play. Wir spielen Deep Sleep, ein Flash-Game von Scriptwelder. Genau, das hatte ich kurz angespielt und es machte einen guten Eindruck, deswegen dachte ich, das können wir ja mal zusammen durchspielen. Gucken wir mal. Legen wir mal los einfach. Wenn du in den Abyss schaust, wird der Abyss in dich schauen, sagte Friedrich Nietzsche. Was hat das zu bedeuten, wenn du in die Tiefen deiner Seele schaust möglicherweise? Ich bin gerade aufgewacht. Ein Schlüssel, das ist doch gut. Gut, hier können wir nichts machen. Aber hier können wir bestimmt aufmachen, wenn wir den Schlüssel nehmen. Ups. Okay. Jetzt sieht das andere, das doch schon ganz anders aus, das andere. Okay, was haben wir denn hier? A cube with a keyhole. Also ein kleiner Würfel, in den ein Schlüssel passt, da dort ein Schlüsselloch ist. Okay. Ein Knochen. Okay. Ui, ui. Man muss ja immer sehr genau gucken bei dieser Art von Spielen, dass man nichts verpasst, ne? Das wäre sonst ärgerlich. Okay. Dann schauen wir mal hier wieder drüben. Gehen wir mal weiter. Okay, es klingelt. Sekunde, ist das hier? Okay. Was gehen wir denn als erstes? Geradeaus erstmal. Oh, es riecht wirklich übel von dort. Okay. Ich kann auch nichts weiter drücken. Kommen wir von hier? Ja, okay. Da ist das Telefon. Hä? Wach. Wach auf. Ich hasse Stimmen am Telefon. Oh, ich mach... Dieses Flüstern. Es ist kalt draußen. Okay, wir haben keine Batterien für die Lampe. Oh. Die ist tot. Nein! Oh, lass mich in Ruhe. Laber mich nicht voll. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich will nicht wake up. Ich gehe wieder. Okay. Oh, jetzt hören wir das wenigstens nicht mehr. Hier ist noch was. Huch! Da sind große Risse in der Wand. Mhm. Vielleicht mit dem Knochen, aber ich glaube, der ist zu weich. Ja, natürlich ist er zu weich. Da bräuchten wir schon was Besseres, um das einzuschlagen. Oha. Aha, okay. Was haben wir hier? Bin mir sicher, diese Notiz wird dich irgendwie erreichen. Zu diesem Zeitpunkt solltest du wissen, dass all dies nicht real ist. Ich hoffe, das innere Erwachen ist gut gelaufen und du hast volle Kontrolle über deinen Traum. Du selbst. Okay. Was ist das hier? Da ist nichts. Ein Glöckchen. Keiner kommt. Ich mach mal weiter. Vielleicht sollte ich damit aufhören. Wen versuche ich denn zu rufen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, jemand beobachtet mich. Okay, ich höre jetzt auf. Ich glaube, es bringt nichts. Nee. Okay, gucken wir mal hier. Was haben wir da? Aha, da ist ein Ventil. Und hier ist Wasser. Eine Pfütze Wasser. Oh, ui. Vielleicht könnten wir das Ventil drehen mit dem Knochen. Ich glaube, ich habe daneben geklickt. Sekunde. Nee. Okay. A puddle of water. Sieht nicht gut aus. Das ist total dunkel. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Tja, unsere Lampe hat ja noch keine Batterien. Dann sollten wir uns da vielleicht noch nicht vorwagen. So, wir kamen von oben, glaube ich. Was haben wir da? Da ist was. Was ist das? Ah, ein Stück Stoff. Okay. Das können wir bestimmt gut gebrauchen. Das könnten wir vielleicht mit dem mit der Pfütze benutzen. Das wäre gut. Oh! Ein glückliches, also so ein glückbringendes Stück Kohle. Okay. Was haben wir hier? Oh mein Gott, sorry! Scheiße. Oh Gott, zum Glück habe ich keinen Link eben angeklickt. Okay. Nicht mit diesem Inferno da drin. Ah, okay, klar, er will es nicht aufmachen. Wieso sage ich eigentlich er? Wir wissen ja gar nicht, ob wir ein Mann oder eine Frau sind, oder? Was haben wir hier noch? Da brauche ich irgendwie eine Art Hebel. Ah.
Das ist doch ziemlich hebelig, auch wenn ich es nicht gerade sehr fest finde, aber naja. Okay, mach das jetzt auf. Autsch! Das ist heiß wie die Hölle. Vielleicht das hier drumlegen? Gute Idee, aber es ist noch zu heiß. Vielleicht könnten wir es nass machen, wie wir schon gedacht haben. Ich hätte nur eher gedacht, dass es uns dient, um... Ja, weil es dadurch fester wird, dass es dadurch, ja, dass wir dadurch irgendwas umlegen können oder irgendwas richtig Heftiges aus Metall. Ah, okay, dann halt so. Ah, da. Was ist das? Ein kleiner Schlüssel. Hier ist so Staub in der Luft. Hä? Oh. Ui. Ich halte quasi die Maustaste gedrückt und schiebe die Maus hin und her, wodurch der ganze Tisch vibriert. Hä, was ist das? Ach, das ist eine Zahlenkombination, würde ich sagen. Dann befindet sich hier sicherlich noch irgendwo ein Safe. Das sieht mir aus wie 4, 6, 7, 9. Gucken wir mal, ob hier noch mehr kommt, aber es sieht aus, als wäre da nichts mehr. Okay, 4, 6, 7, 9. Dann schreibe ich mir das mal auf. 4, 6, 7, 9. Okay. Hm, was für ein netter Raum. Ich mag das nicht. Okay. Ach, das war quasi an der Rückwand eingeritzt. Wahrscheinlich mit den Fingernägeln. Hm. Na toll. Und nun? Was haben wir denn jetzt noch? Ach, einen kleinen Schlüssel. Ah! Ich weiß. Wo ging's lang? Hier lang. Da rein. Und... Nein. Ich will nicht aufwachen. Was haben wir denn hier? Das sind Batterien, oder? Ja. Yay, yeah, jetzt kommen wir in den dunklen Gang. Juhu. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So. Wach auf. Ich habe voll Angst hier. Oh, ich versuche es ja. Was haben wir hier? Hä? Das ist doch Stefano. Eine goldene Statue. Oh, ich hasse sowas. Das ist so eklig. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Oh, ich bin rückwärts gegangen. Sorry. Oh, ist das... Die Waage. Okay, die kann ich anscheinend nicht nehmen. Ich will erstmal da, wo das Viech nicht lang ist. Es ist alt und quietschig. Was steht da? Little Cody, kleiner Cody, ist lost, ist verloren. Ohne sein Plüschtiger. Okay, wenn du meinst, dann ist das wohl so. Oh Gott, okay, gehen wir mal links lang. Oh Gott, okay. Oh, okay, Sekunde, Sekunde, ich will erst noch in diesen Raum hier. Was haben wir denn hier? Meine Tochter ist eingeschlafen und sie wachte nie auf. Die Persönlichkeit meines Sohns hat sich über Nacht völlig verändert. Die Frau des Bürgermeisters besessen? Ein Mann tötet seine Familie, nachdem er aus dem Koma erwacht ist. Du bist der Nächste. Es ist an der Zeit, einen Preis zu zahlen dafür, dass du mit Dingen spielst, von denen du nichts verstehst. Okay. Es tut mir leid. Ich bin nicht dieser Typ. Ich versuche doch nur... Komme ich da ran? Da komme ich nicht ran. Bin ich quasi jetzt gerade hier oder wie? Oder ist das die andere Seite? Was ist da? Ach so, ist wieder raus. Okay. Ah, hier. Oh Gott, ich habe hier so einen Zettel, wo ich immer meine Kombinationen von den Spielen draufschreibe. Und der ist so voll. Ich glaube, es war die hier. 4, 6, 7, 9. Ja, super. Und nun? So? Scheint versperrt zu sein. Ah! Okay. Ach, scheiße, ich muss da richtig... Maßarbeit. So, 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 so. Ach so, die Tür ist offen. Okay.
Es ist zu dunkel, um irgendetwas zu sehen. Ja, dann mach doch die Lampe an. Oh, scheiße, ist das dunkel. Oh, nee. Na, na, na. Ich mag es, wenn es dunkel ist. Ich mag es. Was haben wir denn hier? Oh, geil. Nein, 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 nein. Oh, scheiße, das kommt auf uns zu. Scheiße. Nein, es kommt. Es kommt. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ruhig, 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 ruhig. Wir kriegen es zu. Wir kriegen es zu. Wir haben es zu. Wir haben es zu. Okay. Alles gut. Alles gut. Geht's hier unten noch weiter? Was ist das? Was ist das? Ein Haken, okay, ein Haken. Alles klar. Okay, ich weiß schon, was wir mit dem Ding machen können. Huch, wo sind wir? Oh nein. Da war das komische Alien-Viech-Ding. Okay. Hier, an der Wand. Das können wir damit bestimmt einschlagen. Das zerfließt so halt wie in einem Traum. Das ist irgendwie cool. Was haben wir da? Oh Mann, wir haben so viele Sachen. Können wir die kombinieren? Tatsächlich. Ein Netz mit einem Haken. Kohle haben wir auch noch, ne? Okay. Egal. Da geht's also zurück, würde ich sagen. Und da ist ein Leuchtturm, glaube ich. Okay. Ah, nee, okay, geht zurück da. Mhm. Oh je, okay. Zumindest ist es nicht dunkel. Oh, was ist das? Gruseliges Gemälde. Ja. Was ist das? Ist das eine Kamera? Auf jeden Fall können wir damit interagieren, weil es ist leicht grau. Oh, ups. Was haben wir hier? Okay. Ja, dann probieren wir doch mal, was wir da vielleicht mitmachen können. Vielleicht das hier? Nö. Das? Dieses hier? Das da? Okay, gar nichts geht. Sekunde. Er sagt auch gar nichts dazu. Das ist ja ein bisschen blöd. Probieren wir nochmal. Nö. Sekunde, vielleicht muss man ja noch irgendwas miteinander kombinieren. Oder das hier? Das mit dem? Dieses da? Das? Oder die Lampe da rein? Nö. Oder an einen der Hebel? Aber das ist ja ein bisschen strange, oder? Okay, es scheint nicht zu gehen. So. Dü-dü-dü. Sekunde. Ne. Okay. Vielleicht ist hiermit noch was. Gruseliges Gemälde. Nee. Schwarz? Eigentlich wäre ja auch super, wenn wir das irgendwie noch aufkriegen würden, aber es geht ja leider nicht auf. Ne. Okay. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Dann gehen wir doch nochmal hier hin. Also. Hier ist ja nichts weiter. Uah, das sieht so gruselig aus. Hier war auch nichts weiter. Hier ist nur das Skelett, aber das können wir ja nicht mal mehr anklicken. Weil wir schon den Knochen haben. Ist hier noch irgendwas? Es ist kalt draußen. Lass mich in Ruhe. Vielleicht können wir das damit wiederbeleben? Nee. Da ist nichts drin. Das können wir mal zumachen. Nö. Hier hinstellen? You have to wake up. Nein, ich will nicht aufwachen. Laber mich nicht voll. Oh, da drin. Vielleicht ist da noch irgendwas. Nee. Okay, da auch nicht. Nein. Nein. Nö. Okay, wo können wir denn noch hin? Eigentlich ja nur noch hier. Hier unten hin. Was passiert, wenn wir hier nochmal klicken? Da kommt niemand. Und das ist nichts. Okay.
Ah, hier haben wir das Ding noch. Damit? Nee. Oder hiermit? Nö. Oder damit? Nein. Das? Nee. Sehr mysteriös. Hier ist zwar noch das hier, aber da können wir eigentlich auch mit nichts mehr interagieren, oder? Wir könnten den Staub fangen, aber was bringt uns das? Gehen wir nochmal zurück. So. Was haben wir denn hier noch? Oh, so dunkel. Wach auf, wach auf. Ich will nicht. Noch, eigentlich will er das ja, aber... Oh. Ach, Sekunde, vielleicht ist hier noch was. Ohne den Plüschi. Willst du das hier haben? Oder dieses hier? Oder willst du dies? Willst du das? Du kannst es haben. Hier, nimm es. Nee, nimm da einfach nicht. Okay, hier lang? War hier rechts noch irgendwas? Ich sehe eigentlich nichts. Da unten? War da eben was? Nee, das ist ja der Rückweg immer. Und da sind die ganzen Zettel. Ach, Sekunde, vielleicht könnten wir damit da hoch. Ja, super. Hä? Was hat denn das zu bedeuten? Dass das nur eine Aufzeichnung ist? Nein, 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 nein. Ach so, ich wollte nicht wieder raus. Jetzt ist das natürlich auch nicht mehr in dem anderen Raum. Hier haben wir jetzt einen Schlüssel. Oh, ein goldener Schlüssel. Sieht irgendwie... Also, sieht bekannt aus. Ein Schlüssel, was können wir denn jetzt mit dem... Oh! Oh! Shiny... Ein scheinendes Ding da. Okay. Dann können wir ja zurück. Ich hoffe, es passiert nichts. Zurück. Okay. Und wenn wir jetzt quasi da hingehen würden? Ist jetzt still, ne? Ja, klar. Okay. So, dann. Vielleicht können wir jetzt das Ding einsetzen, damit es hell wird. Das wäre auf jeden Fall ziemlich sinnvoll. Yay! Wohin wollen wir es richten? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir mal einmal rausgehen und gucken, wo es jetzt hindeutet. Sie blockieren den Weg. Ich würde sagen. Und dann wachte ich auf. Jo. Geschafft. Der Albtraum war vorbei. Aber mein Leben hatte sich für immer verändert. War es alles ein Traum oder waren diese Kreaturen echt? Ich muss es wissen. Ich muss einfach die Wahrheit wissen. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich muss zurück. Zurück in den Tiefschlaf. Ich fand das echt ein gelungenes kleines Spiel. Cool. Ja, es gibt auch noch jede Menge Flash-Game-Empfehlungen von euch. Die werde ich natürlich auch noch spielen, auf jeden Fall. Die kommen so nach und nach immer mal am Wochenende, wenn es passt. Ich habe auch eigentlich schon Sachen aufgenommen, aber irgendwie ist bei jedem anderen irgendein Problem aufgetaucht. Am schlimmsten halt so Copyright-Strikes. Zum Glück kein Strike. Also das wäre ja schlimm, weil dann ja der Channel nach 3 Strikes irgendwie geschlossen wird. Aber Copyright, wie nennt man das denn? Naja, weiß ich gar nicht. Jedenfalls sagen Leute, hey, das ist aber Zeugs von uns drin, das darfst du nicht einfach benutzen. Naja. Okay, also ich freue mich schon auf das nächste Let's Play mit euch. Dann bis dann. Ciao, ciao.